Sie haben ja das Drehbuch mit mehreren Personen geschrieben. Wie funktioniert das? Also, wir hatten ja im DDR-Fernsehen, aber auch bei der DEFA, das Prinzip, dass der Autor das Szenarium schreibt, das heißt also sozusagen die Partitur für den Film. Und das Drehbuch wird dann erarbeitet vom Regisseur und vom Kameramann. Das heißt, die machen dann aus dem Text die Einstellung, ja, nah, halbnah, total, etc. Und die optischen. Die optischen Dinge, die der Film braucht. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Arbeitsgänge. Der erste Arbeitsgang ist, das Szenario zu schreiben. Diesem Arbeitsgang geht vorher die Ideenskizze, ich sage mal, wie es sozusagen jetzt geht, ja, die Ideenskizze, dann das Exposé. Nach dem Exposé des Treatment. Das Treatment ist die Vorstufe fürs Szenarium. Das heißt, wenn das Treatment akzeptiert ist als die Grundlage, dass dann das Szenarium geschrieben werden kann. Und das Szenarium ist dann die Grundlage für das Drehbuch, das dann der Regisseur zusammen mit dem Kameramann bearbeitet. Wenn man so will, schreibt der Szenarist wie eine Art Partitur, ja, und der Dirigent entscheidet dann mit dem Solisten, wie es interpretiert werden soll. Ja. Also, es ist ein relativ langer Arbeitsprozess, der sozusagen auf das filmische Bild hinzielt. Gab es Meinungsverschiedenheiten? Es gibt beim Schreiben eines Szenariums immer Meinungsverschiedenheiten, weil der Regisseur hat manchmal eine andere optische Vorstellung, als es der Autor aufgeschrieben hat. Ja. Und wenn es dann zum Drehen geht, gibt es nochmal Meinungsverschiedenheiten, weil sich plötzlich Dinge, die am Drehort umgesetzt werden sollen, so wie es im Drehbuch steht, nie umgesetzt werden können, weil ganz andere Voraussetzungen sind und etc. Also, wenn man so will, ist das Ganze ist ein sehr kreativer Prozess. Aber das Wichtigste ist sozusagen das Finden der Idee. Und die Idee muss alle überzeugen, die an diesem Film dann mitmachen wollen. Ne? Einziges ist natürlich dem Fernsehen die das Geld bezahlen müssen, also die Produktion, ja. Haben Sie ein Ritual, wie Sie ein Drehbuch schreiben? Nein, es gibt kein Ritual, sondern es gibt eine Auseinandersetzung mit dem Stoff und es gibt eine Auseinandersetzung mit der Dramaturgie. Das heißt, ich muss, wenn ich ein Szenario schreibe oder auch ein Drehbuch, muss ich wissen, welchen Rhythmus ich mir vorstelle, wie viele Figuren eine Rolle spielen, wo das spielt, ob Tag oder Nacht ist. Der Stoff bestimmt eigentlich, wenn man so will, das Schreiben. Ja. Alles gut. Wie oft korrigieren Sie Drehbücher? Korrigieren? Naja. Das wird da schon korrigiert, das Drehbuch, wenn der Regisseur nicht einverstanden ist, wenn der Dramaturg nicht einverstanden ist, wenn die Redaktionsleitung nicht einverstanden ist, oder wenn die Bereichsleitung, die sozusagen das grüne Licht geben müssen für eine Produktion, wenn die alle Probleme haben, muss ich mein Drehbuch korrigieren. Also müssen Sie immer nachgeben oder können Sie auch mal sagen, ich... Es gab auch schon Auseinandersetzungen mit dem Regisseur. Also ich habe ja viel mit Peter Vogel gemacht, wo ich gesagt habe, wenn das verändert wird, dann ziehe ich das Ganze zurück. Also so weitgehend auch Konfrontation. Wie viele Stifte bzw. Blätter haben Sie bis jetzt circa verbraucht?
wie viel ich Papier verbraucht habe. Ich glaube, das geht in Tausende von Seiten. Gab es auch ein Drehbuch, was Sie nicht ganz überzeugt hat, aber dennoch verfilmt wurde und am Ende waren Sie ganz erstaunt von dem Resultat? Also, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass die Drehbücher, die ich gemacht habe, so verfilmt wurden, wie ich sie mir auch vorgestellt habe. Ich hab also keine Asynchronität sozusagen zwischen dem, was ich geschrieben habe und dem, was ich auf der Leinwand sehe. Man sagt ja in der Branche, ein gutes Drehbuch kann einen sehr guten Film geben und ein schlechtes Drehbuch gibt noch einen schlechteren Film. Also die Vorgabe des Drehbuchs ist die Voraussetzung eigentlich, dass da filmkünstlerisch was bleibt. Und ich sage immer, mein Credo ist, wenn ich eine Arbeit mache für einen Film, dass es eine Langzeitwirkung hat. Also wie die erste Reihe, die niemand kennt und die plötzlich, wenn sie jetzt auf der Leinwand erscheint, eine Langzeitwirkung entwickelt beim Publikum. Das ist das größte Kompliment, was einem gemacht werden kann. Ja? Wo selbst die Hauptdarstellerin Johanna Schall plötzlich sich emotionalisiert und fasziniert ist, was sie da geleistet hat. Ja. Ja, wir haben noch eine Zuschauerfrage bekommen, und zwar, wie schreibt man einen Dialog, der einerseits natürlich und glaubhaft klingt, aber auch andererseits auch spannend ist? Ich glaube, das hat was mit der Kontinuität vom Schreiben zu tun. Also ich vergleiche Schreiben ja immer mit einem Messer. Wenn Sie ein Messer benutzen und es stumpf wird, weil Sie es nicht mehr scharf machen, können Sie es sozusagen kaum noch benutzen. Sie können damit sozusagen also kaum was schneiden und so. Und so ist das auch mit der künstlerischen Arbeit. Kontinuität schafft Qualität. Das betrifft aber alle Lebensregale, würde ich mal sagen. Und wenn man in der Kontinuität des Schreibens bleibt, kriegt man ganz schnell Schwierigkeiten, den richtigen Dialog zu finden oder auch den richtigen Ton das Bild zu beschreiben, was dann umgesetzt werden muss vom Kameramann etc. Das heißt, es gibt, wenn man in dieser Branche ist, es gibt kein Stoppschild. Ich schreibe, und wenn ich kein Drehbuch schreibe, dann schreibe ich aber jeden Tag Tagebuch. Und ich schreibe jeden Tag, also gut und gerne 5 bis 10 Briefe. Und jeder Absender hat ein anderes Problem, was er von mir wissen will. Also, ich sag mal, wenn ich an den Prinzen Albert II. Von Monaco schreibe, weil ich seine Rede auf der Semperoper, wo er mit dem St. Georgsorden ausgezeichnet worden ist, unterstütze, denn er hat die Dramatik der Ozeane benannt, die Dramatik des Klimawandels, die Verschmutzung der Umwelt. Da habe ich ihm geschrieben, dass es 2 Filme gibt zu diesem Thema von einer von meiner Studentin. Wir müssen die Ozeane retten, und einen, den habe ich gemacht, 1997, mit der Tochter von Thomas Mann, die Internationalen Ozeaninstitute gegründet hat. Und da muss ich genau mir überlegen, was ich an so einen Regierungschef schreibe, wenn ich möchte, dass die beiden Filme in Monaco aufgeführt werden. Und da habe ich, glaube ich, ganz richtig geschrieben, und die haben ja geantwortet, und wir sind jetzt eingeladen nach Monaco. Achso, okay. Was können Sie jungen Autoren noch mitgeben? Drehbuchautoren? Also ich glaube, ein Drehbuchautor sollte sich mit Geschichte beschäftigen. Er sollte sich mit Musik beschäftigen, er sollte sich natürlich unbedingt mit Literatur beschäftigen, aber auch mit bildender Kunst, wenn er noch Lust hat, mit Architektur. Und natürlich, was ganz wichtig ist, sozusagen Politik. Ja? Und ich sage immer,
Also ein Kunstwerk entsteht auch, wenn man in der Lage ist, das goldene Dreieck zu beherrschen. Das goldene Dreieck besteht aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Und man kann das also stellen, wie man will. Es gibt immer eine Spitze in diesem Dreieck. Wenn aber eine davon fehlt, fällt es um. Also so. Und wenn ich also ein Drehbuch schreibe über, ich sage mal, die Geschichte von Fred Wander, der siebente Brunnen, der 84 verfilmt worden sollte von der DEFA und was dann politisch abgesagt wurde, dann muss ich mich zum Beispiel auch mit jüdischer Geschichte auseinandersetzen, mit jüdischer Sprache, weil es geht um eine jüdische Geschichte, um das zu erfassen, was da adaptiert werden muss. Ja? Also ich denke mal, ein Drehbuchautor braucht eine hohe Intelligenz, er braucht eine hohe Fantasie und er braucht für meine Begriffe auch eine Ethik gegenüber dem Zuschauer. Und ich habe da zum Beispiel größte Probleme mit dem neuen Film Der Goldene Handschuh von Fadi Akin, wo ich das alles, wo ich Humanität vermisse, wo ich Ethik vermisse, wo ich finde, so ein Film muss nicht sein. Ja? Und das ist so ein Thema, wo ich mich sozusagen überhaupt nicht da auch noch gedanklich damit beschäftigen würde, mit den Massenmördern oder so. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist sozusagen die erste Reihe. Würden Sie sagen, dass es ein Mindestalter für gute Drehbuchautoren gibt? Aufgrund der Sachen, wie Sie gerade gesagt haben, er muss sich mit Politik auskennen. Nee, würde ich nicht sagen. Okay. haben Sie einen Lieblingsfilm aus der heutigen Zeit? Habe ich einen Lieblingsfilm aus der heutigen Zeit? Das ist schwer zu sagen. Es gibt gute Filme und es gibt schlechte Filme. Wenn ich das mal so sagen darf, mir sind natürlich die Filme, die ich gemacht habe, am liebsten, ja. Das ist ja schon mal gut. Also erstmal vielen Dank für das Interview. Dankeschön.